Jo Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Und heute habe ich ein Video, was ich schon ewig nicht mehr gedreht habe. Ich glaube, das letzte von dieser Art ist 10 Monate her. Und zwar ein meine Sneaker-Video. Und ich habe ziemlich viele Schuhe. Deswegen würde ich sagen, schnacke ich nicht so viel und fange direkt an. Und falls ihr es gesehen habt, ja, ich habe mir jetzt endlich mein Grail gekoppt. Ich habe mir ein Ref New York Sweater gekoppt. Dazu wird aber noch ein extra Video kommen. Deswegen bleibt gespannt. Und ich fange direkt an mit dem ersten Schuh. So, der erste Schuh ist so mein Schulbeater oder halt allgemein Beater-mäßig. Einfach so ein Iniki Boost in dunkelblau. Ist jetzt nichts Besonderes, den rocke ich halt einfach nur, wenn ich Sport habe oder keine Ahnung. Halt ein saubequemer Schuh. Und ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Nächster Adidas-Schuh habe ich auch sehr selten an, und zwar ist der Adidas Cour Vantage. Trage ich nie, ist auch schon tot gebietet so. Ja, so viel auch schon zu diesem Schuh. Weiter mit einem Schuh, den ihr noch nicht gesehen habt, und zwar ist das ein Schuh von Fred Perry in so einer Silhouette wie ein Stan Smith zum Beispiel. Den habe ich im Outlet in England gekauft für, ich glaube, 25 Pfund oder 30 Pfund. Auf jeden Fall eine sehr gute Alternative zu einem Stan Smith. Und ich wollte mir eigentlich einen Stan Smith kaufen und habe ich den im Outlet gesehen und dachte mir, ja moin, so zahle ich jetzt hier 25, ist halt kein Adidas-Zeichen oder halt kein Adidas-Schreiben, sondern halt so ein Fred Perry-Zeichen, aber ist eigentlich echt ganz cool. Machen wir weiter mit Vans, die ich auch fast nie anhabe, und zwar sind das hier diese Vans, diesem ja, Jeans-Material, Jeans-Look, sage ich mal, habe ich ein bisschen zum Skaten noch manchmal an, aber ich skate so gut wie nie, deswegen habe ich die eigentlich nie an, bei dem jetzt noch gar keine Laces drin, die habe ich für irgendwas anderes benutzt. Die habe ich damals, glaube ich, im Sale im TX für einen 20 gekauft. Ja, jetzt an sich, ich feiere den Schuh gar nicht mehr und ich würde ihn jetzt auch mir nicht nochmal holen. Aber jetzt habe ich ihn und jetzt steht er daheim bei mir rum. Und jetzt kommen wir zu einem Schuh, der ein absoluter Fehlkauf war, und zwar ist es hier dieser Vans Skate High in All White. Und ja, da habe ich mir so ein Custom machen lassen, wo ich Supreme draufgeschrieben habe oder draufschreiben habe lassen mit dem Supreme Gons Head. Ja, sieht absolut scheiße aus. Der Schuh ist schon tot, so nach ein paar Mal anziehen, so ist halt ein weißer Vans, so ich moch, keine Ahnung, ich trage den nie, irgendwas werde ich mit dem machen. Ich glaube, ich kritzel den noch irgendwie ein bisschen weiter an, dass ich den wieder trage. Weil an sich finde ich ja, Skate High ist ganz cool, aber ich trage die halt nie, deswegen ein bisschen schade. Irgendwie, glaube ich, mache da mal ein Custom draus und bekritzel den mit irgendwas. Und ja, das ist mein Vans Skate High. Dann ein Schuh, den jeder daheim wahrscheinlich rumliegen hat. Ein Vans Old School. Habe ich auch ein bisschen gecustomt, sieht auch ziemlich schrecklich aus. Und zwar habe ich hier so ein bisschen den Stripe weg gemacht, so ein bisschen locker gemacht und dann mit Sicherheitsnadeln wieder dran gemacht. Und dann, wie diese Nike's Off-White Schuhe frisch draußen waren, habe ich hier in die Seite Skate in Anführungsstrichen geschrieben. Ja, ich weiß, über cringe und würde ich jetzt nie mehr so machen. Aber halt, schaut mal, wie da hinten schon abgelatscht ist, hier so, halt, das ist auch ein absoluter Beater. Es sind schon fast Löcher drin überall, also das ist so, den habe ich halt wirklich gefühlt jeden Tag früher angehabt. Und ich muss mir davon auf jeden Fall mal einen neuen kaufen, weil ich finde den Schuh an sich saugeil. Und ist auf jeden Fall meiner Meinung nach ein Must-Have für jeden daheim. Also wer den Schuh nicht hat, auch wenn ihn viele tragen, kauft ihn euch halt, weil ohne Witz, das kannst du halt mit jedem Outfit einfach rocken. Und es sieht immer ganz chillig aus und du kannst halt auch alles mit dem Schuh machen, ob du jetzt eine Runde Fußball spielen willst mit dem Schuh oder ob du skaten willst mit dem Schuh oder keine Ahnung. So, wenn du mit Freunden irgendwie chillst und dann seid ihr im Marienberg, also es ist ein Park bei uns in Nürnberg, und dann kommt einer auf die Idee, yo, lass mal eine Runde Fußball spielen, dann ist das mit dem Schuh halt scheißegal, weil der einen Fuffi kostet. Und ja, mit dem kannst du halt echt alles machen, deswegen gönnt euch den Schuh, wenn ihr den noch nicht daheim rumstehen habt. Mache ich weiter mit, ich glaube, meinem meistgehatesten Schuh, und zwar mit den Sandalen hier von Philipp, was für Philipp? Philipp Plein wahrscheinlich, ne? Von Paul Smith, finde ich eigentlich echt ganz nice. Die meisten Leute hassen diese Schuhe, deswegen habe ich sie sehr selten getragen, leider. Aber nächsten Sommer werden die auf jeden Fall wieder gerockt. Kommen wir zu meinen zwei Paar Converse One Stars, einmal in dem roten Colorway und einmal in diesem pinken Colorway. Den habe ich mir gekauft im Selfridges Sale für 30 Pfund und den habe ich hier in Deutschland bei Planet Sports gekauft für 70 Euro. Beides mega geile Schuhe, habe ich auch ziemlich oft an.
den oft mit meinem Bat-Hoodie und den mit meinem Stussy-Sweater, den ist glaube ich gerade in der Wäsche, aber auf jeden Fall zwei coole Schuhe, bisschen einlatschen, dann sind die auch sau bequem. Und auf jeden Fall, das ist so, wenn ihr euch die Vans Oldschool zu viele Leute anhaben, dann gönnt euch einfach einen Converse One Star, weil das einfach meiner Meinung nach somit der beste Schuh zurzeit ist, den du rocken kannst. Converse One Star will ich mir auch noch in schwarz-weiß holen. Und auf jeden Fall ein sau nicer Schuh. Und ja, keine Ahnung, der kostet so, wenn du ein bisschen guckst im Internet, findest du den für 50 bis 60 Euro, glaube ich. Also ist auf jeden Fall tauglich für den Schuh, so einen Preis zu zahlen. Dann kommen wir zu meinen beiden Air Force. Auf jeden Fall die Schuhe, die ich am meisten rocke. Hier der weiße und der schwarze. Ja, sind beide schon relativ gebietet. Aber ist einfach ein Schuh, den ich auch mit so viel anziehen kann. Ich finde vor allem auch bei Nike Air Force ist es nicht mal so das Ding. Wenn du das mit einer Adidas Hose anziehst, finde ich nicht so schlimm. Einfach weil man sieht den Swoosh halt nicht so krass bei denen. So hier zum Beispiel, das sieht halt ganz schwarz aus. Okay, beim Weißen sieht man ihn ein bisschen mehr. Aber ich finde, da ist es nicht so der Struggle. Deswegen kann ich die halt auch mit fast jedem Fit rocken. So. Und ich finde, die taugen halt für einen Hoodie so weiß. Das ist so eigentlich für einen Schuh, der so lang hält, den du halt echt so jeden Tag rocken kannst und der halt auch gerockt nice ausschaut. Das ist halt echt ein stabiler Preis. So mein Air Force hier, der weiß, der ist schon ein Loch hinten drin. So muss ich mir auch mal wieder neue holen. Halt, ich habe die auch so wirklich zeitlang dieses Jahr so jeden Tag getragen. Vor allem damals mit meiner gelben Palm Angels habe ich die fett gerockt die ganze Zeit. So auf jeden Fall mega krasser Schuh. Und würde ich euch auch auf jeden Fall ans Herz legen. Wird auf jeden Fall auch unten in der Videobeschreibung verlinkt sein. Dann kommen wir zu einem High Top und zwar ist das hier dieser Nike SB. Nike SB Dunk, keine Ahnung. Wo halt so diese Farbe vorne upscratch und dann rot wird. Habe ich auch zum Skaten ein paar Mal angehabt, aber jetzt gerade rocke ich die nicht mehr so oft. Ich denke im Winter werde ich die wieder ein bisschen mehr fetzen. Einfach weil ich jetzt gerade nicht so der High Top Fan bin. Die anderen beiden High Tops, was glaube ich? Die anderen beiden High Tops trage ich eigentlich voll oft. Ich weiß nicht, irgendwie, wenn ich einen weißen Nike-Schuh trage, dann rocke ich halt meine Air Force und denke gar nicht so unbedingt an die hier. Aber ja, die muss ich auch mal wieder ein bisschen tragen, weil ich die eigentlich auch ganz cool finde. Ist halt nicht ganz so klobig so wie als der Air Force. Das heißt, mit manchen Hosen sieht der halt wahrscheinlich besser aus. Deswegen kann ich euch auch ans Herz legen, für alle, die es ein bisschen skaten, weil ich finde, das einfach eine geile Idee. Ist ja ein bisschen wie der Letterman Jordan 1er. Mr. Letterman. Boah, was? Mein Brain ist so leer. Ah, ihr wisst schon, welchen ich meine. Der Jordan 1er, der so upscratcht und dann drunter eben der Royal und der Brad drunter sind. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Letterman ist. Ich glaube nicht. Ich laber gerade voll fett scheiße. Ich habe gerade voll den Brain Lag und habe keine Ahnung, wie dieser Schuh heißt. Egal. Ja, auf jeden Fall ein cooler Schuh. Hat, glaube ich, damals 100 Euro oder 110 Euro gekostet. Jetzt war der im Sale bei uns beim TX. Vielleicht finde ich den ja online irgendwie, dann haue ich da auch einen Link unten rein. Aber ich bezweifle es, dass ich den noch irgendwo finden werde. Nächster Schuh ist hier Converse. Habe ich mir auch neulich erst geholt, aber habe den einen mit dem Treppi, mit dem Kumpel von mir getauscht. Also nur einen Schuh, das heißt, ich habe jetzt einen in der JW Anderson Kollaboration und einen normalen. Ich finde, es sieht getragen echt nice aus. Ja, ich finde halt Converse ein High ohne Comme des Garçons, weil ich finde persönlich Comme des Garçons Chucks halt so ausgelutscht, trägt am jeder zweite jetzt und feiere ich nicht. Die finde ich mega cool, die JW Anderson. Ich werde versuchen, dem Felix die da hier abzukaufen und meinen zurückzuholen, damit ich zwei Paar habe, weil ich einfach Converse auch wie One Stars oder Vans so und Air Force auch. Also ich habe eigentlich fast nur Schuhe, die du so sau viel rocken kannst halt. Auf jeden Fall auch ein geiler Schuh für den Preis. Und wie gesagt, ich habe einen getauscht. Habe jetzt hier einen normalen und einen in der JW Anderson Kollaboration. Und ich feiere es, soll ich sagen, nächster Schuh. Der nächste Schuh ist mein Nazi-Stiefel und zwar hier der Doc Marten. Ist da viel Sand drin. Ja, ich war mit dem neulich feiern. Rote Laces habe ich reingepackt, damit der mit meinem Bat-Hoodie gut matcht. Die habe ich vom Dad geklaut. Der hat sich neue Boots gekauft und der trägt die halt nicht mehr. Habe ich gesagt, yo, Vater, kann ich die haben? Ich finde die nämlich echt nice so. Und ich finde,
Doc Martens sehen eh besser gebietet aus, deswegen sind schon vorgebietet, schon voreingetragen, sind jetzt sau bequem. Das ist eben auch das Ding, dass Doc Martens am Anfang scheiße wehtun. Und die sind jetzt schon eingelaufen, schon schön bequem. Und ich habe nichts für die gezahlt, was mich natürlich auch freut. Und mit den roten Laces passt das eigentlich zu ziemlich viel, was ich zurzeit trage. Auch mit meinen Ref New York Sweater würde das, denke ich mal, ganz cool ausschauen. Und ja, Kostenpunkt bei denen weiß ich gar nicht, wie viel die kosten. Ich glaube, die kosten so 150 Euro. Link wird auch unten in der Videobeschreibung sein. Dann kommen wir zu einem Schuh, den ich gerade verkaufe. Den habe ich einmal getragen. Ref Simmons X Adidas mit dem Loch. Ich verticke den gerade für 160 in der Size 44 2 Drittel, finde ich wie eine True to Size 44. Also wenn jemand Bock auf den Schuh hat, schreibt mir gerne bei Instagram. Instagram ist unten verlinkt und auch hier eingeblendet. Finde ich eigentlich echt einen nicen Schuh, aber ich möchte mir ein neues Handy kaufen, deswegen muss ich ein paar Sachen verkaufen. Und ja, wie gesagt, nicer Schuh, 160 Tacken habe ich den jetzt zum Verkauf. Und ja, erstes Paar Oswegos, die ich zurzeit besitze. So, mein letztes Paar Schuhe ist dieser Ref Simmons Oswego 3er in dem Rot und Burgundy Rot Colorway. Der ist eine Size 45,5. Deswegen verkaufe ich den anderen auch, weil der mir ein bisschen zu klein ist. Und der hier fittet wie eine True to Size 45, würde ich sagen. Und passt mir ziemlich gut. Und finde ich einfach einen saukrassen Schuh. Ist auch schon ein bisschen gebietet und ich werde den auch so lassen. Halt. Ich finde den nämlich gebietet so nice. Ich werde den vielleicht irgendwann mal putzen, aber ich finde den einfach gerade saukrass. Deswegen behalte ich den einfach, weil ich den rocken will. Und da ist es mir eigentlich egal, ob der jetzt sauber ist oder gebietet ist, deswegen. Für den habe ich im Sale bei Krämer, ich habe ich gezahlt, 120 glaube ich. Also auch nur ein 20 mehr als Air Force, deswegen. Ja, aber auf jeden Fall auch ein nicer Schuh. Und das war auch schon mein letzter Schuh. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann schreibt mir in die Kommentare, was ich verbessern kann. Und ja, wie gesagt, sorry wegen dem Rauschen vom Mikrofon. Hier wird dann gleich am Ende des Videos noch ein Video eingeblendet sein, warum mein Mikrofon oder mein Ton zurzeit schlecht ist. Ich werde mir demnächst ein neues Mikrofon kaufen und dann wird der Ton auch wieder besser sein. Und bis dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und peace. So, Freunde, das ist der Grund, warum meine Audioaufnahme zurzeit so scheiße ist. Ich habe mein Mikro geschrottet und habe das jetzt so festgetaped, damit es irgendwie ein bisschen funktioniert. Und ja, ich werde mir demnächst ein neues Mikro holen und dann wird die Audioaufnahme auch wieder ein bisschen besser sein. Deswegen, sorry, bis dahin müsst ihr noch ein bisschen mit Rauschen leben. Und ja.